Grüezi und herzlich willkommen bei Markus & Trends. In diesem kurzen Tutorial zeige ich euch, wie ich die Flexgleise von Peco auf meiner Modelleisenbahnanlage verlegt habe. Viel Vergnügen! Beim Verlegen der Flexgleise habe ich meine Technik über die Zeit auch verbessert. Meine erste Technik war es, den U-Por aus der großen Büchse zu nehmen, da dieser recht preiswert ist. Der Nachteil ist, wie bringt man nun diese große Menge an Klebstoff aus der Büchse heraus, ohne dass man die anderen Gleise vertropft. Als erstes habe ich dann einfach so ein Hilfsmittel, ein Schraubenzieher genommen, diesen hinausgenommen und dann auf den Kork verteilt und anschließend mit einem Spachtel verteilt. Das lief relativ gut, bis ich dann die ersten Gleise vertropft habe. Dann habe ich festgestellt, das ist nicht so die wahre Technik, die ich da wirklich immer einsetzen möchte. Dann hatte ich die Idee, ich könnte doch eine leere Kartusche verwenden, um den U-Por-Klebstoff aufzutragen. So eine habe ich dann verwendet, diese habe ich gereinigt und dann den Klebstoff dort eingefüllt. Mit dem Kartuschendispenser, oder wie das heißt, mit diesem Werkzeug ging es sehr gut, den Klebstoff punktgenau zu verteilen. Anschließend habe ich dann mit dem Spachtel wieder den Klebstoff sauber verteilt, dass er gleichmäßig auf dem Gummikork aufliegt und dann konnte ich schon auch das Flexgleis auflegen. Mit der Abstandslehre habe ich dann das Gleis im korrekten Abstand zum anderen Gleis verlegt, mit Pins festgemacht und dann das Gleis trocknen gelassen. Nach ca. 24 Stunden war dann das Gleis so fest, dass es nicht mehr bewegt werden konnte. Aus meiner Sicht war der Vorteil vom U-Por, dass das Gleis immer noch flexibel auf dem Gummikork aufliegt und dadurch der Schall weniger gut über den Gummikork auf die Holzplatte verteilt wird. Das ist meine Grundidee. Aber später wurde ich dann eines Besseren belehrt. Wenn Flexgleise in einer sehr langen Kurve verlegt werden, ist es ja der Fall, dass diese dort dann verlängert werden müssen. Damit kein Knick entsteht, habe ich die Flexgleise in die Kurve gelegt, dann verlötet und nach dem Kleben dann auch speziell fixiert, damit die Flexgleise auch so schön in der Kurve liegen bleiben, wie ich mir das vorstelle. Nachdem ich alle Gleise auf der Ebene nun verlegt hatte, mit dem U-Bohr, hatte ich nicht mehr so viel Zeit, um an der Modelleisenbahn weiterzubauen. Deshalb war etwa 6 Monate, vielleicht 9 Monate eine Pause. Und dann, als ich mich dann wieder beschäftigte mit der Modelleisenbahn, fiel mir etwas auf. Gewisse Gleise, die waren nicht mehr fixiert. Sie lagen einfach lose auf dem Gummikork. Nachdem ich das genauer mir angeschaut hatte, habe ich festgestellt, dass an den Stellen, an welchen ich etwas wenig U-Por-Klebstoff aufgetragen war, hielten die Gleisen nicht mehr. Deshalb musste ich nun eine andere Idee entwickeln. Einige Modelleisenbahner, die verkleben ihre Gleise mit Sekundenkleber von Anfang an. Ich wollte ja das nicht machen, damit die Schallbrücke respektive der Gummikork nicht so hart wird und den Schall besser überträgt auf die Holzplatte. Weil aus meiner Sicht, wenn der Gummikork ja hart ist, dann nützt er ja eigentlich nichts. Aber da der U-Por ja nicht taugte oder respektive nicht an allen Stellen gut war, musste ich dennoch auf einen Flüssigklebstoff zurückgreifen.
Ich verwende nun den Uhu Plast Spezial Modellbaukleber. Der ist sehr flüssig und er härtet auch nicht so schnell aus wie ein Sekundenkleber. Das hat den Vorteil, dass ich den Klebstoff verteilen kann, anschließend dann die Gleise so positionieren kann, wie ich mir das wünsche, und dann etwa nach einer Stunde, vielleicht zwei Stunden, ist dann das Ganze ausgehärtet. Somit hat man genügend Zeit, um noch kleine Korrekturen durchzuführen. Nachdem ich nun alle losen Gleise so nachgeleimt habe, halten diese nun bombenfest. Also einmal die letzten paar Wochen, wie ich das beobachten konnte. Vielleicht habe ich dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder ein böses Erwachen. Aber das hoffe ich nun mal nicht. So, ich danke euch für euer Interesse und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video und hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Tschüss!